Willkommen zurück bei Trine 2 Director's Cut, dem DLC. Wir sind in der Wüste und ich habe dieses Rätsel jetzt hier mal offscreen gelöst. Nur kurz zu dem Schalterrätsel hier. Die Lösung steht an der Wand. Einmal Skorpion und einmal hier Fisch oder was auch immer. Das haben wir nicht gesehen. Das war schon mal schlecht. Der Rest war schwierig. Das hier war eigentlich ein Spiegel. Den musste man hier hinstellen und sich auf diese Plattform stellen. Dann kam da so ein Lichtstrahl runter, den musste ich da mit dem Schild darüber lenken, sodass es dann nach oben den Kristall erleuchtet hat. Und so hat sich dann die Tür geöffnet. Hat ein bisschen gedauert, bis das funktioniert hat. Deswegen habe ich es offscreen gemacht, um euch nicht zu nerven. Und wir sind jetzt draußen. Und ich hätte gerne... Na also, ich höre irgendwelche Götter. Seht, Sternchen. Oh, ein Sternschnuppen. Ja. Ah, schön mal nicht zu schwitzen. Ja, ist doch bestimmt arschkalt hier, oder nicht? Was geht jetzt ab? Ah, ein Erdbeben! Wie wär's zur Abwechslung mal mit Flucht? Was zur Hölle? Nach dem Koboldangriff auf das Königreich wurden die Helden des Trine in eine ferne Einöde entführt. Die Reise der Helden durch die sengende Wüste hatte sie zu allem Überfluss noch in einen Verdauungstrakt gebracht. Ein riesiger Sandwurm war aus dem heimtückischen Sand gekrochen und hatte sie bei lebendigem Leibe verschluckt. Ja, scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Boah. Zum Glück hatte der Wurm sie verschlungen, ohne zu kauen. Doch im Bauch einer Bestie zu landen, war dennoch wenig erbaulich. Trine! Ich verlange, dass du uns sofort retten kommst. Nur wegen dir haben sie Margaret überhaupt entführt. Wir finden einen Ausweg. Keine Angst. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ja, ah, ja, aber wir haben noch nie etwas Schlimmeres von innen gesehen. Ja. Also, ich habe so das Gefühl, dass die Entwickler bei dem DLC so ein bisschen ausgerastet sind. Oder was meint ihr dazu? Aber man muss echt sagen, grafisch wird das ja von Part zu Part besser. Also es startete mega gut und wird immer geiler. Ach, gerade noch so alles bekommen. Geh weg da. So, wie geht's nun weiter? Muss ich den Scheiß da kaputt machen? Ja. Und dann ploppt da unten was auf. Aber ein bisschen schneller anscheinend. Oder kann nur eins von beiden da sein? Man weiß es nicht. Ich würde gerne auch diese Erfahrungspunkte hier bekommen. Aber nee, das ist nicht so einfach. Und deswegen lasse ich es bleiben. Ich muss sowieso nichts mehr leveln. Jedenfalls nichts, was ich unbedingt haben will. Und daher werde ich nur... noch wenige EP sammeln, beziehungsweise mir dafür den Arsch aufreißen. Hä, was soll das denn? Also hier gab es wieder so eine Art Sprung... Dingsbums... Mechanismus. Oh, fast. Scheiße, musste das gerade hochgehen? Nochmal! Jetzt ist es unten. Ja, bisschen mehr Power, Junge. Das gibt's doch nicht, dass wir einfach mal Pech haben. Na, endlich! Also normalerweise bin ich ja gut in Timen, ja? Aber das war scheiße. Was um alles in der Welt soll ich hier eigentlich machen? Ich muss schon da hoch, ne? Oh, das ist so ekelhaft.
Ich glaube, ich soll das eigentlich mit dem Ei machen, aber warum nicht mit der Kiste, wenn es einfacher geht? Oh Gott, jetzt sind aber auch wirklich viele Erfahrungspunkte echt eklig zu bekommen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, und deswegen ist es umso besser, dass ich nicht mehr alles sammle. Okay, gut. Scheiße. Scheiße. Da kann man sich dran heften. Gut. Uah. Nein, ich brauche die alte. Jetzt darf ich da nochmal hoch. Super. Fail. Und da gab es noch nicht mal einen Checkpoint. Also ich bin nicht weit gekommen bisher. Ja, was ist die da gleich wegen einem Berührer tot, Mann? Ja, jetzt kann ich mich eh umbringen. Ich meine, ohne sie habe ich keine Chance. Außer ich fliege jetzt rüber und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ach nee, ich muss ja das Ding zerstören. Stimmt, ich muss mich umbringen, sorry. Es gab doch schon einen Checkpoint. Stimmt, hier. Am Anfang. Gott sei Dank, sonst hätte ich das Level neu starten müssen. Und ich glaube, dann hätte ich auch alle Erfahrungspunkte neu sammeln müssen. Ah, ist das eklig. Ist aber auch echt gemein. So, da hoch. Und jetzt bitte draufballern und rüber. So. Na endlich. Und Checkpoint. Ist das jetzt ein Scheiß? Hörst du mich? Ich habe kleine feuerballwerfende Kinder, genau wie du kleine schleimschleudernde Babywürmer hast. Aber Amadeus Stimme trug nicht weit genug. Und selbst wenn, den Wurm hätte es wohl wenig geschert, was sein Mittagessen zu sagen hatte. Das glaube ich auch. Ganz im Ernst. Und den einen verdammten Erfahrungspunkt habe ich doch berührt. Warum kriege ich ihn dann nicht? Dann muss man es halt mal wieder mit Style machen. Obwohl ich einen vergessen habe. Ja, wir haben wieder ein Level up. Ich muss mir das mal dann anschauen, was wir noch so leveln können. Aber nicht jetzt. Jetzt bin ich gerade beschäftigt, aus der ganzen Scheiße hier rauszukommen. Wie findet ihr das grafisch? Also ich finde es echt Hammer. Da ist was, da ist was, da ist was. Yeah. Ja. Ja, nicht einmal im Schild abprallen und in die Grütze fallen. Komm her. Alter. Kommst du wohl? Hier flüchtet. Und nun? Ah, geht nicht. Ich muss schon da oben drauf. Das ist eh besser, weil da sind noch drei Erfahrungspunkte. Warum liegen lassen, wenn man sie mitnehmen kann? Gut. Jetzt kommen wir hier. Ich will gar nicht vermuten, wo. Es ist ekelhaft. So viel steht fest. Kann ich den Scheiß dann nicht rausholen? Doch, klar. Sicher kann ich die Sehne hier trennen. Ach, dass er das nicht merkt. Aber ohne Scheiß ist es grafisch richtig geil. Tentakeldinger. In der Tat. Oh, die kommen wieder. Die kommen sogar sehr schnell wieder. Was soll der Scheiß, du Dreckskerl? Ach, dann lasse ich halt die scheiß Erfahrungspunkte. Wenn du mich nerven willst, ey. So. Oh, fuck. Deinen Eiter kannst du behalten. Ich wollte dir jetzt eigentlich nicht deine Pickel ausdrücken, die du sogar in deinem Magen drin hast oder in deinem Darm. Wir müssen jetzt aber nicht den Weg zum Arschloch finden, oder? Oder ist das schon das Arschloch? nee, da kommen gefressene Mumien oder sowas. Ich konnte die jetzt ewig lang nicht verletzen. Ja klar, ich renne auf ihn zu mit meiner Hyperattacke und werde umgebracht. Logo. Super. Und wie soll ich jetzt allein mit den Bombenfallen hier gegen die bestehen? Wobei bis jetzt funktioniert es noch.
Ja, wenn sie zu zweit werfen, dann halt nicht mehr. Ja, Zauberer, viel Spaß. Oder warte mal, wir können hier doch das hier mal kaufen. Hat aber nicht viel gebracht. Der Typ ist so ein Loser, Mann. Der kann gar nichts. Aber ich bin ja auch so ein Pechvogel, Mann. Verliere ich den Ritter, dann ist schon alles vorbei. So gut wie, jedenfalls. Und das ist total unverdient, weil der Gegner war ewig lang unverwundbar. Kann ich jetzt doch ein bisschen was ran hier? Nö, gut, dann lass ich's. Mir ist es egal. Da sind sie ja schon. Verdammten Arschlöcher, Mann. Bleibt liegen, ihr Dreckigen. Oh, jetzt kommt der Nächste. Ja, klar. Die sind viel zu lange vom Computer geschützt. Das nervt voll. So, jetzt aber. Wie ekelhaft diese scheiß Leiche da unten rumzappelt. Das ist ja echt zum Kotzen. Ah. Jesus Christ, und es geht immer weiter. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Oder muss ich da hin? Weil ich werde zurückgedrängt. Was soll das? Doch, ich muss da hin. Habt ihr bemerkt, dass wir uns bewegen? Der Ja. Hund ist auf dem Weg irgendwo hin. Habe ich nicht gesehen, dass da kein Weg war. Verdammt. Also warum leuchtet das eine Teil und das andere nicht? Ach so. Das verschissene Drecksvieh hat anscheinend auch ein paar Glühwürmchen gefressen. Und die kann ich hier weiter wandern lassen, damit ich was sehe. WTF? Was geht hier ab? Jetzt muss ich mich wieder schleudern lassen anscheinend. Okay, gut. Dann machen wir das mal. Aber die andere Seite fürchte ich. Ach so, da ist noch einer dieser Tentakelschweine. Ja, die habe ich ja mal gar nicht gesehen. Das macht's umso schwieriger. Und ich glaube, ohne den Zauberer habe ich hier die Arschkarte. Ah, apropos, alle sterben, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Tralala, tralala. Ich habe jetzt Bock auf Iglo-Fischstäbchen. Findet man die vielleicht hier irgendwo in deinem Magen? Ich fürchte, nein. Gut, also wie machen wir das? Ich habe schon eine Idee. Ja, ja. Ich weiß es schon. Knapp, aber so wär's gegangen. Können wir auch noch hier mit dem da machen, oder? Was eine Scheiße, es funktioniert gar nichts. Ja, das geht mit Soja, man muss es schon so machen, wie ich's erstmals geplant hatte. Oh, da ist das wieder eine nervige Stelle. Lego mio, du. Scheiße. Yes. So. Gegessen. Hier kann ich mich dran heften.
Gut. Ja, was ist dein Problem? Wo hast du dich jetzt bitte schon gerade verletzt? Nein, das ist nicht gut. Nein! Nein! Doch, es ist passiert. Weil ich jetzt aber auch wieder Erfahrungspunkte geil war. Ganz ehrlich, ich lasse die Dinger da oben und gehe jetzt einfach weiter. Und dann habe ich letztendlich doch den Erfahrungspunkt bekommen, obwohl ich ihn gar nicht wollte. Ich wollte jetzt ernsthaft weiter. Das geht vielleicht doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ich muss das zerstören und dann muss ich mit diesem... etwas hier, mit dieser Ader oder was auch immer das sein soll, weiter schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Da, 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 da. Lecker Ei. Bringt aber nichts. Ja, wie soll es jetzt überhaupt hier weitergehen? Muss ich das da drüben abschießen? Dann kommen wieder so Pilze oder sowas aus dem Boden. Ja. Aber wohl wieder nur auf Zeit, ne? Wie eh und je. Oh, das ist ne... nicht wahr. Das ist nicht wahr! Dass das gerade passiert ist, glaube ich nicht. Gut, das kostet mich nur ein paar Nerven, aber es ist trotzdem abgefuckt. Jetzt stirbt der Nächste. Oh Gott. Ich würde gerne schreien, aber dann würdet ihr einen Hörsturz bekommen und das will ich ja nicht. Ich überlege schon mal, wie das nächste Rätsel gehen soll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Zauberer da irgendwas bewegen muss. Ja, heul halt. Hey, wie bin ich überhaupt da hochgekommen? Achso, stimmt. Einmal hier klatsch. Dann komme ich hoch. Und jetzt mit dem Zauberer. Boah, wisst ihr eigentlich, wie übel das ist? Dieses Rätsel ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Och, komm halt runter! Du von Dreck erfülltes Scheißding! Ey, ist der Sch... Und es wäre so einfach gegangen. Es darf nicht wahr sein. Ich sprach so schlecht über Margaret. Wenige Augenblicke, ehe sie entführt wurde. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Oh, sie strahlte aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Angesichts der Gefahr, diese stachelige, stählerne Maske aufzusetzen. Gewiss, wie eine richtige eiserne Jungfrau. Was? Sie sind verheiratet und sie ist Jungfrau? Ich hoffe, das hat sie einfach nur so gesagt, weil das wäre ein bisschen... naja. Lächerlich. Was ist das jetzt wieder hier? Was um alles in der Welt soll ich da eigentlich wieder machen? Ach so, ich verstehe schon. Sobald ich hier diesen Scheiß hier berühre, was auch immer das ist, irgendwas Empfindliches, Nerven oder so. Nee, ich schieß drauf. Ja, das öffnet sich, wenn ich nicht draufstehe. Und wenn ich draufstehe, dann geht's zu. Erstmal schauen, ob es ganz einfach geht. Nein, tut's nicht.
glaube aber, meine Idee ist sehr gut. Oder was meint ihr? Ah, scheiße. Ja, ich müsste halt erstmal hochkommen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Also, so ein bisschen fühlt man sich ja schon wie in Lord Yabu Yabus Bauch, oder? Von Legend of Zelda Ocarina of Time. So ein klein wenig. Und es wird immer schlimmer. Und ekelhafter. Das war jetzt unnötig. Aber ich kann ja hier nochmal... Scheiße, was muss ich denn hier jetzt eigentlich machen? Ja, mich auf jeden Fall schon mal nicht treffen lassen. Wäre, glaube ich, eine gute Option. Und dann hier irgendwie hoch. Weil jetzt werde ich gerade aufgehalten. Naja, man muss da hoch. Ja, jetzt ist gut. Hier werden ja alle zerfressen, du. Aber die kommen ja auch vollkommen random raus, oder? Hat das ein System? Leck mich doch. Ja doch, es hat ein System. Ich muss aufpassen. Aber es wird so glitschig auf einmal. Selbst wenn ich da bleibe, ich komme dann nie im Leben hoch. Das sind Eier oben. Was bringen die mir? So, mit denen kann ich wahrscheinlich da die Pilze runter machen. Das muss genau in dem Moment sein, oder was? Alter, ist das nervig. Boah, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich habe darauf echt keinen Bock. Also das ist mir jetzt echt zu blöd. Vor allem dieses glitschige Scheißdreck hier, dass man immer wieder hin und her geschubst wird. Ich fliege da jetzt einfach drüber. Also das ist mir... Ja. Das würde mich ohnehin zu lange aufhalten. Man muss das absolut perfekt timen. Also hier hochzukommen ist meiner Meinung nach echt ein Akt. Außer es funktioniert anders, wie ich es gesehen habe. Also dieses Ding kann man hier halt bewegen. Das muss ich runterholen und währenddessen muss ich hoch. Nee. Das ist mir echt zu doof. Und ich glaube, ihr wollt ja auch, dass ich etwas schneller dieses Spiel durchspiele. Wow. Was wird jetzt? Nein, nicht schon wieder. Ja, springt ruhig da rein. Ist dann mir egal, aber ich sollte es halt nicht auch tun, ne? Alter. Alter, nein. Aber ich kann trotzdem gewinnen. Scheiße, aber sobald sie mich ja einmal treffen, ist halt vorbei, ne? Trotzdem, guter Job, Zauberer. Du hast, glaube ich, 3 oder 4 gekillt. Das ist für dich ein Top-Wert. Leck mich.
Leck mich. Geh weg. Und wie kommst du da überhaupt hoch? Ich meine, du bist so eine hässliche Gestalt. Wie kannst du überhaupt laufen, verdammt? Was war das denn eben von dir, bitte, für eine Vorstellung? Geh nach Hause, Mann. Alle tot? Gut. Alles in der Welt. Wieso ist es jetzt runtergefallen? Darf ich alles nochmal neu machen hier? Auch das ist eine nervige Stelle, aber die kriege ich wenigstens hin, glaube ich. Die Erfahrungspunkte zwar nicht, aber mei, deswegen sterben wir jetzt nicht. Scheiße, ich hatte es schon fast. Also das ist ein Hin- und Herschieben mit dem Zauberer auf jeden Fall. Danke. Es ist geschafft. Die Helden sind an einem Becken aus Magensäure angelangt. Nicht sehr lecker. Und warum zum Teufel habe ich den Erfahrungspunkt jetzt nicht bekommen? Ja, da oben ist ein Schatz. Wieso bekomme ich den jetzt nicht? Vielleicht brauche ich noch mehr Schwung, nämlich. So. Nee. Irgendwie nicht. Geht es schon wieder los? Was zur Hölle? Also, wie man zum Schatz kommt, Freunde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt hier auf die Darmleitung oder so. Irgendwas Ekelhaftes jedenfalls. Und sterbe. Nicht. Doch. Und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wo starte ich? Hä, ich sehe mich nicht. Ja, natürlich hier. Na gut, ist nicht so schlimm. Na, wenn es natürlich missglückt, dann schon. Scheiße. Scheiße. Und hoch. Oh, sonst hat er doch immer so einen komischen Aufschwung bekommen. Warum diesmal nicht? So. Genau. Ich muss jetzt hier irgendwie durch. Und das Beste wird sein, wenn ich mich nochmal hier unten hinstelle. Und dann mit Soja den Dreckskerl umbringe. Und dann irgendwie schnell rüber, aber wie? Ja, was muss ich da eigentlich machen? Ich muss doch das hier durchtrennen, oder? Ja, stimmt, schieße ich einfach drauf, dann ist es erledigt. So. Warum kocht das denn? Was haben wir getan? Und so beschloss der Wurm,
sich des Mahls zu entledigen, das ihm so auf den Magen geschlagen war. Oh mein Gott.